Hey, willkommen zur vierten Folge von Noah's Notes from New York. Heute gebe ich euch ein kleines Update zur aktuellen Lage in New York und meine Sicht darauf, wie der Lockdown das Berufsfeld vieler Jazzmusiker und Musikerinnen beeinflusst und dauerhaft verändert. Das Wegfallen von fast allen öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten hat die gesamte Jazzszene New Yorks mitten ins Herz getroffen und die Arbeitswelt aller Musiker und Musikerinnen komplett auf den Kopf gestellt. Dazu kommt, dass der Beruf des freiberuflichen Musikers ohnehin schon äußerst prekär ist. Anders als in Deutschland gibt es in den USA fast ausschließlich privat finanzierte Förderung für Kultur und Kulturschaffende. Der Staat hält sich komplett raus. Das führt unter anderem dazu, dass viele Jazzclubs bereits dauerhaft schließen mussten, wie der traditionsreiche Club The Jazz Standard. Aber auch weitere kulturelle Institutionen wie der legendäre Jazzclub Birdland stehen inzwischen so nah am Abgrund, dass über die Website GoFundMe Spenden in Höhe von $405,000 zur Rettung des Clubs gesammelt wurden. Einige New Yorker Clubs haben es allerdings auch relativ erfolgreich geschafft, regelmäßige und hochkarätige Streaming-Konzerte zu realisieren, allen voran das Village Vanguard, die Jazz Gallery und auch das Smalls. Zwar sind die Mieten in New York in den letzten Monaten deutlich gesunken, doch das ist am Ende auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und einige meiner Musikerkollegen und Kolleginnen sahen sich inzwischen gezwungen, sich beruflich neu zu orientieren. Einige meiner Bekannten schulen sich derzeit zum Beispiel zu Softwareentwicklern um. Durch den Mangel an Auftrittsmöglichkeiten fokussieren sich immer mehr Musiker und Musikerinnen auf Alternativen zum Live-Spielen. Und so ist es spannend zu sehen, wie viele in den letzten Monaten gelernt haben, Musik selbst zu Hause zu produzieren und professionell aufzunehmen. Zudem gibt es immer mehr Jazzmusiker und Musikerinnen, die neue Fähigkeiten entwickeln, Online-Plattformen zu ihren Gunsten zu nutzen, wie Patreon, Instagram, TikTok, Twitch, als YouTube-Blogger oder Podcaster aktiv sind oder Online-Workshops geben und so neue Kanäle finden, ihre kreativen Fähigkeiten in völlig neuen Content umzuwandeln und dabei auch ein komplett neues Publikum anzusprechen. Auch Online-Einzelunterricht ist in den USA seit dem Lockdown sehr populär, sodass viele, wie auch ich selbst, die Chance genutzt haben, den Schülerstamm online national und sogar international anzulegen, während ich persönlich vor der Pandemie noch ausschließlich in Person unterrichtet hatte. Ich denke, der Einfluss des Internets, der sozialen Medien und der neuen Arten, Musik komplett online zu konsumieren, ist wohl vergleichbar mit den Auswirkungen von der Erfindung des Notationssystems, des Buchdrucks oder der Tonaufnahme und der Schallplatte. So fühlt sich die Zukunft des Musikerberufs so ungewiss wie lange nicht mehr an und es bleibt offen, wie das Internet die Kunst und den Beruf nach und nach transformiert. Und gerade kann man beobachten, wie diese Entwicklung durch die Pandemie noch zusätzlich beschleunigt werden. Neben vielen möglichen negativen Auswirkungen wie die extreme Kurzlebigkeit auf sozialen Medien und die einhergehende Abnahme von hochqualitativen Werken, bietet das Internet aber auch extrem viele Chancen und Möglichkeiten. Und so bin ich optimistisch, dass Jazzmusiker und Musikerinnen es schaffen, diese Entwicklung weiterhin mit ihren starken Stimmen mitzugestalten.